Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Dragons. So, legen wir los. Johann hat leider noch nichts vor uns. Da müssen wir noch 2 Stunden 46 Minuten und 44 Sekunden warten. Von daher lassen wir einfach mal machen. So, was machen wir dann? Wir schicken unsere Drachen erstmal wieder neu los. Das ist natürlich immer der erste Akt, weil natürlich ressourcentechnisch müssen wir hier ein bisschen was zusammenbekommen, um unsere Drachen hier weiter zu pimpen. Von daher denke ich schon, dass ihr das auch immer als allererstes macht. Wenn nicht, schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, legen wir los. Das haben wir erledigt. Von daher können wir gleich mal auf die nächste Insel switchen, beziehungsweise auf den nächsten Teil der Insel. Gucken da erstmal, was hier so geht, und schicken unsere Drachen natürlich auch gleich nochmal neu los. So, dann haben wir das erledigt. Können hier rüber nochmal zu unserem leuchtenden Fluch, schicken den auch nochmal los und gucken einfach, was so geht. So. Hier, der ist noch im Training. Der Knochenstreifer wird noch trainiert, und zwar einen Tag und eine Stunde. Von daher müssen wir da noch warten. Beim maskierten süßen Tod sieht es genauso aus. 22 Stunden 30 Minuten braucht der, bis er auf Level 58 ist. Den pimpen wir gerade auf Level Nummer 69. Von daher ist da auf jeden Fall noch gut zu tun. So, den Scharfschütz haben wir zum Titanendrache gemacht. Den hatten wir bei Valka im letzten oder vorletzten Let's Play und haben zum Glück endlich geschafft, den zum Titan zu machen. Unser verteidigender Knochenräuber hat es auch geschafft. 16 Stunden könnten wir den natürlich jetzt trainieren, um den auf Level Nummer 55 zu bringen. Von daher gucken wir da gleich mal nach, ob wir den nehmen oder eventuell noch einen anderen. So, weil das Ding ist, in der Akademie seht ihr selbst, wenn ihr da jetzt mal reinguckt, dass noch 2 Drachen im Training sind. Die habe ich euch gerade gezeigt. Der dritte im Bunde ist der Kältegronkel. Der ist aber schon zurück vom Training. Den haben wir hier auf Level Nummer 22. Da würde ich sagen, pimpen wir den natürlich auch erstmal nochmal weiter und könnten den für 2 Stunden 45 Minuten gleich nochmal trainieren. Ich würde sagen, jo, das machen wir. Das ist eine sinnvolle Sache. Von daher flattert der erstmal nochmal los. Von daher ist alles super, alles schick. So, was machen wir dann? Wir checken erstmal hier die Lage. Wer war auf der Reise? Zeit, die Gradflüger nach Hause zu bringen. Okay, dann haben wir natürlich das nächste bekommen. Wikinger Tagebuch 46. Ich will nicht, dass sie bloß wegfliegen. Ich will, dass sie dorthin gehen, wo sie hergekommen sind. Wir jagten den Gradflüglern bis zu ihrem Nest nach. Doch was jetzt? Ich werde langsam müde. Frieden, eine Wache entsenden. Ich würde sagen, Frieden wäre das Sinnvollste. Und dann checken wir einfach mal ab, was hier so geht, ob wir hier einen Gegenstand bekommen oder nicht. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Da seht ihr natürlich Sturmpfeil, Mumie, beziehungsweise Sturmpfeil ist noch on Tour. Außerdem ist hier unser Snoggeltor Gröbser und Kotztüte oder Kotz und Wirk. Der ist natürlich auch on Tour, seht ihr selbst. Und dann haben wir hier unten unseren Fleischklops. Der braucht jetzt natürlich auch wieder 2 Stunden. Außerdem haben wir hier den nächsten. Da können wir gleich nochmal gucken. Beim Erkunden der Höhlen oberhalb der Inselklippen stolpert Rotzbacke über ein großes Nest mit Eiern des riesenhaften Albtraums. Es sieht unbewacht aus. Anderen davon erzählen, Ei begutachten. Ich würde sagen, anderen davon erzählen. Oder ach, wir begutachten einfach mal das Ei und gucken, was da so geht. Hoffen natürlich, dass wir dann Ei bekommen. Das wäre natürlich mega cool, wenn da was geht. So, was machen wir dann? Wir checken erstmal unseren ohne Zahn. Der ist nämlich zurück. Und da gucken wir natürlich erstmal nach, was da geht. Fisch hat er uns mitgebracht. 125 Mille ist natürlich ein guter Batzen. Von daher alles super, alles Bombe. Aber ich hätte natürlich lieber den Peitsch und Schlag bekommen. Haben wir im letzten Let's Play uns schon angeguckt. Ihr seht selbst, der sammelt 7,2 Mille Fisch und auch Holz auf Level Nummer 112. Und das 6 Stunden und 20 Minuten lang. Also das rumpelt auf jeden Fall gut im Karton. Der bringt gut Material mit nach Hause. Außerdem eisentechnischen 2 Stunden 36 Minuten 130 Stück Eisen. Und hat natürlich eine extrem hohe Feuerrate von 4800. Das ist natürlich mega Monster, mega geil. Also wenn ich mir den hier angucke, da seht ihr 1000. Und der hat 4800, fast das Fünffache. Also das ist schon mega krank und mega genial. Von daher hätte ich den auf jeden Fall gerne. Sucht den natürlich mit meinem Ohnezahn nochmal. Aber
will natürlich vorher gucken, wie es hier mit der Flotte Nummer 65 aussieht. Da haben wir natürlich eine geringe Chance. Von daher wird es eventuell ganz schön hart. Ich weiß nicht, ob ich es probieren soll oder ob ich es lassen soll. Aber ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus und gucken, was so geht. Ich bin gespannt. Oha, oha, oha. Der ist natürlich gut derbe. Ich würde sagen, wir greifen gleich von hier oben an und probieren die alle darauf zu schicken. So, probieren wir es einfach aus. Ich weiß nicht, ob wir packen. Wird auf jeden Fall ein richtig harter Brocken. Aber wir müssen es einfach ausprobieren und werden sehen, was so geht. So, den ersten, den wir mitnehmen, ist natürlich der. Als zweites kommt hier der hinterher und als drittes auch gleich der hier. So, dann können die erstmal Bambule machen. Da hoffe ich natürlich, dass wir hier erstmal ein bisschen was zusammenbekommen. So, der kann Ugleiner und der natürlich auch. Und dann sollen sie natürlich hier oben hin. Na, jetzt war es natürlich stumpf. Jetzt haben sie da nämlich alle zerstört. Von daher wäre das natürlich anders sinnvoller gewesen. So, dann sollen sie von da Bambule machen. Gucken, ob wir packen. Nein! Nein, ich stumpfer Hund. Ich wollte nochmal anklicken. Das war natürlich bitter, sonst hätten wir es auf jeden Fall gepackt. Denke ich, wäre auf jeden Fall eine gute Chance drin gewesen, aber so wird es auf jeden Fall nicht mehr, denke ich. Naja, dumm gelaufen. Hätten wir uns sparen können. Aber auf jeden Fall haben wir eine gute Idee, wie wir das auf jeden Fall das nächste Mal probieren können. Also ich hätte den auf jeden Fall nochmal treffen müssen, wo ich den Teil hier unten, den Katapult hier unten platziert habe, aus Versehen. Hätte ich da getroffen, dann wäre es auf jeden Fall eine super Chance gewesen, um hier einen Sieg zu holen. Vielleicht schaffen wir trotzdem noch, aber mehr als ein Schlüssel ist auf jeden Fall nicht mehr drin. Von daher ist es natürlich ein bisschen traurig, ein bisschen bitter. Aber gut, okay, ansonsten hätten wir auf jeden Fall die zwei Schlüssel locker gehabt. Von daher müssen wir jetzt einfach mal gucken, was wir so reißen können, ob wir noch packen oder nicht. Werden wir sehen, müssen wir gucken, aber ich denke schon, dass wir das hier noch schaffen. So, da haben wir es. Einen Schlüssel haben wir bekommen. Im letzten Atemzug haben wir dann doch neu gepackt. War natürlich eine bittere Sache. Hätte ich das Teil darauf gehämmert, wäre auf jeden Fall viel, viel besser gelaufen. Von daher war es auf jeden Fall die richtige Taktik, denke ich, um das hier zu schaffen. Aber wir haben uns natürlich trotzdem relativ viel versaut. Von daher dumm gelaufen. Aber ja, einen Schlüssel haben wir. Von daher, naja, fürcht gut, okay. Ich hätte natürlich lieber Zahnräder gehabt, aber ihr seht, 8 Zahnräder wäre sowieso nicht so der Bringer gewesen. Von daher alles super, alles schick. So, dann checken wir unseren ohne Zahn und schicken den auch gleich nochmal neu los. Lassen natürlich den Peitsche und Schlag suchen und hoffen natürlich, dass da was geht. Da bin ich natürlich gespannt, dass wir da oder ob wir da ein Drachenei mit nach Hause bringen. Wäre auf jeden Fall megamäßig cool. So, trainieren können wir erstmal keinen mehr. Da sind 3 Drachen im Training. Von daher würde ich auch sagen, sind wir für heute erstmal durch. Wir haben auch keinen Drache, den wir zu Walker schicken können. Von daher ein bisschen doof, ein bisschen blöd, aber gut, okay. Können wir, wie gesagt, nicht ändern. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.